Was geht? Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Studio-Umzugs-Vlog. Wie ihr sehen könnt, steht wieder heute einiges auf dem Plan. Denn wie ihr sehen könnt, ist die Traverse immer noch nicht an der Decke. Das ist auch gar nicht so leicht, weil man eine ganze Menge Leute braucht, um die an die Decke zu halten und zu montieren und so weiter und so fort. Und wir haben noch eine Menge Müll. Also wirklich viel. Zeig mal, was da los ist hier im Wohnzimmer. Hier steht was im Flur. Ah ja, sehr schön. Im Wohnzimmer ist noch mehr Müll und ich würde sagen, den bringen wir irgendwie mal weg. Ja, und dafür haben wir ja diese SUV hier am Start. Fantastisch. Fantastisch. Und das bringen wir jetzt alles mal zum Werkstatthof. Zurück vom Werkstoffhof und hier wird direkt weitergebaut und neuer Müll produziert. Felix, also sag mal, hier beim Umzug die ganze Zeit Sachen öffnen und umbauen, das geht ja wohl gar nicht. Digga, es muss aber passieren, sonst bleibt mein Zimmer für immer Müll. Ja, wir können ja mal kurz in Felix sein Zimmer gehen, weil hier steht eine ganze Menge neuer Stuff rum. Und zwar, guck mal hier, die komplette Wand ist jetzt voll mit der Rückwand, die Felix in Krefeld hatte, aber darüber möchte Felix sicherlich nachher nochmal quatschen. Ich würde jetzt vorschlagen, wir machen einen kurzen Q&A-Part. Ich habe einfach mal drei Kommentare rausgesucht, die ihr uns so am meisten geschrieben habt und die werden wir jetzt einfach mal nacheinander beantworten. So, die erste Frage kommt von Ismail Bieber und er schreibt, was ich bei eurem Studio richtig geil fände, wäre, wenn ihr auch in die Küche bzw. im Hauptbereich auch Traversen aufhängt. Würde euch auf jeden Fall bei den Kochstreams helfen. Kochstreams? Hä? Was für Kochstreams? Ich meine, wir planen nichts derartiges, oder? Überhaupt? Ach, Quatsch. Ah, nee. Aber falls wir sowas planen würden, würden wir natürlich auch Traversen aufhängen. Oder? Wär doch praktisch. Es wäre, aber wer weiß. Keine Ahnung. Der nächste Kommentar kommt von Rubeax und zwar lautet er, wie wär's mit einer schwarzen Traverse? Und tatsächlich haben wir darüber auch nachgedacht. Es gibt nur ein kleines Problem. Erstens, von dem Traversenhersteller, wo ich jetzt schon aus dem alten Studio die Traverse mitgebracht habe, gibt es die nicht mehr in schwarz, weil die nicht mehr hergestellt werden. Und zweitens ist auch eine schwarze Traverse gar nicht mal so praktisch, wie man denkt. Denn schwarzes Metall gibt es ja nicht. Das heißt, schwarze Traversen sind immer schwarz lackiert. Und wenn man dann mit einer Klemme irgendwas dran festmacht oder irgendwie mal was dran schraubt oder wie auch immer, dann kommen da eigentlich so gut wie immer Kratzer rein, die man sofort sieht. Außerdem setzt sich der Staub da oben ein bisschen drauf ab und das kann man dann auch deutlicher sehen, sage ich mal. Oder es sieht schneller dreckig aus, diese Traverse. Und deswegen ist Silber eigentlich ganz gut, zumal es auch einen etwas sanfteren Kontrast gibt, sage ich mal, zur weißen Decke. Valen Smithers schreibt, das erste Video, in dem nur einmal Digger gesagt wurde. Digga, es was? Wird langsam. Digger? WTF? Digger, das fühle ich ja mal gar nicht. Digger, was? Digger, das kann nicht sein. Nee, wir müssen das wieder mehr einführen, Digger. Digger, was? Aber wir müssen noch mal mit Felix ein kleines Wörtchen reden. Oder beziehungsweise müssen wir ein bisschen die Federn zupfen mit dir, weil du hast... Federn zupfen? Sagt man das so? Ich habe das noch nie gehört. Leute, wenn ihr dieses Sprichwort kennt, stimmt mal oben in den Kommentaren ab. Kennt ihr dieses Sprichwort? Ich habe es gerade zum ersten Mal gehört. Ich weiß auch nicht, ob das so richtig war. Aber wir haben eine Abstimmung vor zwei Videos gemacht, ob man sich für Variante 1 oder 2 entscheiden soll mit dem Traversenproblem. Und ja, was habe ich gemacht? Ich habe einfach gesagt, ich mache meine eigene Entscheidung und habe mich für was anderes entschieden. Aber ich kann euch ganz genau erklären, warum. Kommt mal mit, Leute. Wir kommen mit. Weil die Sache ist die, ihr seht es schon, wenn ihr hier mal auf den Boden schaut. Ich habe jetzt hier eine 8 gemacht. Das ist etwas, das stand gar nicht zur Auswahl, weil wir ursprünglich gar nicht mit diesen Eckteilen hier geplant hatten, die es einem ermöglichen, so eine 8 zu machen. Und jetzt stellt sich vielleicht die Frage, warum habe ich das gemacht? Weil ich sag mal ganz ehrlich. Lol. Das war alles, was ich mache. Ah ja. Ah ja. Das waren die Nanolies. Ob das hält? Das ist gar keine Diskussion, ob das hält, hat Jonah vorhin gesagt. Weiter mit dem Komm. Weiter mit dem Problem und deiner Traverse, ja? Okay, also pass auf. Das Ding ist, wenn ich keine 8 gemacht hätte,
wäre irgendwie der Sinn der Traverse ein bisschen verloren gegangen. Denn ich sag mal so, der Hauptgrund, warum man die Traverse an die Decke hängt, ist ja nicht, weil es cool aussieht. Klar, es ist auch ein Vorteil, dass es cool aussieht. Aber man will ja auch eine Kamera dran befestigen. Und gerade bei mir auf dem Kanal gibt es ja viele Unboxings. Und da will ich die Traverse für eine Top-Down-Perspektive verwenden. Schaut euch jetzt aber mal die Traverse an, so wie sie auf dem Boden liegt. Und denkt euch dieses Mittelstück weg. Wenn wir die so jetzt an die Decke gehangen hätten und ich gesagt hätte, ich nehme jetzt ein Unboxing von meiner tollen Wand auf, die ich jetzt extra mitgenommen habe, weil viele gesagt haben, dass sie denen gefällt. Sieht außerdem schon sehr cool aus. Kann ich ja mal hier... Sieht cool aus, oder? Ich bin auch zufrieden, muss ich sagen. Da links die Teile sind noch neu dazugekommen. Ich denke, darunter kommt dann noch ein Sofa, das wird ganz cool werden. Aber ja, zurück zu der Problematik. Stellt euch das mal vor, ich würde genau hier den Tisch aufstellen, weil ja hinter mir dann die Wand ist. Dann habe ich vor mir Traverse und ich habe hinter mir Traverse. Wo habe ich keine Traverse? Genau über mir, wo ich sie brauche für die Top-Down-Perspektive. Aber alle Optionen, die ich mir überlegt habe, waren irgendwie nicht zufriedenstellend. Und als ich mir dann noch überlegt habe, in welche Richtungen ich vielleicht sonst noch in dem Zimmer filmen will, also nicht nur gegen die Wand, sondern vielleicht auch mal in die Richtung oder in die Richtung, da ist mir dann bewusst geworden, ich brauche safe genau in der Mitte vom Raum ein Stück Traverse. Aber quatschen wir jetzt nicht so viel rum. Wir wollen jetzt endlich mal alle Traversen anbauen. Wir suchen dafür jetzt die Dübel raus und dann sollten hier überall, also nicht nur hier bei Jonas im Zimmer, sondern wirklich in jedem Zimmer von uns die Traversen endlich an die Decke kommen. Dabei gibt es nur ein Problem. Ich bin der Einzige, der Dübel besorgt hat. Oh. Ich auch, aber die sind alle. Wollen wir nochmal in den Baumarkt fahren, Jonas? Das passt dann halt safe in euch Auto, ne? Wieso? Bis 20 Uhr können wir es sein? 18.42 Uhr haben wir, ja, aber wir können die ja schon mal kaufen. 20 Uhr bohren. Stimmt. Aber wer hat von Schrauben geredet? Ab, pack die Löcher in die Decke, ja, und dann schrauben wir es halt nachher fest. Genau. So. Okay, also ich komme aus dem. Scheiße, da ist ein Metallträger an der Decke. Digga. Dann brauchen wir kürzere Schrauben dafür und gestutzte Dübel. Naja, egal, machen wir erstmal mit den anderen Löchern weiter. Das Lustige ist, der wird jetzt genau da auch langlaufen, der Metallträger, ne? Glaube ich auch. Also, das werden wir gleich sehen. Toll. Yeah! So sieht es aus, wenn es nach Plan läuft. Okay, Felix. Ja, wir haben Update. Uns jetzt, dazu entschlossen, verantwortungsbewusste Erwachsene zu sein. Die Ruhezeiten zu beachten, denn in 2 Minuten darf man nicht mehr bohren. Und das Ganze auf morgen zu verschieben. Wir haben nämlich ein paar verschiedene Lösungsansätze, wie wir die ganze Problematik sowohl mit den Balken als auch mit der Leitung in den Griff bekommen. Wir werden uns morgen einen Metalldetektor im Baumarkt holen, damit wir schauen können, wo die Leitung verläuft, dass wir auch schauen können, wo die Metallstreben verlaufen. Und dann starten wir einen neuen Versuch, shiften die Traverse leicht nach rechts, um zu gucken, dass wir keine Traverse treffen und keine Leitung treffen. Und ja, die 4 Löcher, die wir halt jetzt schon gebohrt haben, die müssen dann wieder zugemacht werden mit so Paste und dann einmal drüber gestrichen. Hoffentlich kriege ich das so hin, dass es nicht sonderlich fleckig aussieht. Aber bei mir gibt es ja auch noch ein paar Löcher, die gefüllt werden müssen. Genau, genau. Und da gucken wir jetzt mal nach. Ja, moin. Ja, moin. Wollen wir mal in mein Zimmer reingucken und mal gucken, was hier so passiert ist? Oh, jetzt. Nicht stolpern. Nicht stolpern. Fangen wir erstmal bei dem Highlight an, was ich bis jetzt am schönsten finde. Guckt euch mal die Namen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so gerade wenn man von weiter weg guckt, sieht es extrem geil aus. Ja, ich habe darauf geachtet. Ich habe mir ganz viele Hauseinrichtungsvideos angeguckt. Wie platziert man was? Wie macht man kleinere Räume größer? Und da wird ganz oft betont, dass man ans letzte Eck von zum Beispiel so einem länglichen Schlauchzimmer einfach noch was hinten hinpackt, dass man halt einfach den Raum ganz sieht. Und so habe ich das hier auch einfach gemacht. Und genauso auf der anderen Seite mit dieser TV-Wand. Das Ganze ist hier keine Werbung oder so, ganz normal von IKEA, einfach so selbst zusammengestellt, finde ich eigentlich ganz schick. Hier kommt auch noch ein anderer Fernseher hin. Der ist jetzt erstmal übergangsweise, weil natürlich wollen wir hier einen schönen OLED-Fernseher haben. Man kann sich jetzt hier auch relativ gemütlich hinsetzen, aber wir haben ein Problem.
Ja, die Tür geht nicht so ganz auf, wenn da die Couch davor steht. Die Tür geht gar nicht mehr auf. Das hätte man sich auch vorher denken können. Ja, aber die Couch war besonders günstig, weil sie hat nur 200 Euro gekostet und sie sieht gar nicht so schlecht aus. Und man könnte es vielleicht so lösen, dass man irgendwie die Couch hin und her bewegt, irgendwie mit Rollen oder dass man so, ja, wie nennt man das, einfach so weiches Material unten. So Filzpads. Genau, so Filzpads. Oder Felix hatte noch eine andere Idee, man packt die Couch an die Wand, filmt mal von da irgendwie, dass man das sieht, dass man quasi die Couch hier hinpackt und den Schreibtisch dahin. Die Idee hatte ich auch noch. Ihr könnt hier einfach mal oben abstimmen, wie ihr das Ganze machen würdet. Also Variante Couch an dunkle Wand oder Schreibtisch an dunkle Wand. Da weiß ich nämlich noch nicht so ganz, wie ich das machen möchte. Aber ansonsten finde ich, wenn man hier die Position einnimmt, schon ziemlich geil, wie das Ganze aussieht, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Was geht, ein neues Video aufnehmen würde. Und besonders die Traverse, die dann morgen an die Decke kommt mit der Lampe hier, gefällt mir bis jetzt schon ziemlich gut. Was sagst du, Felix? Ich finde es auch sehr nice, aber ich möchte die Gelegenheit an der Stelle auch nochmal nutzen, um hier mal ein bisschen die Schande zu zeigen. Du hast nämlich auch ein Loch verhauen. Das heißt, wenn wir morgen im Baumarkt die Paste holen, dann können wir gleich alles zumachen. Ja, können wir alles zumachen. Ja, ich mach mal Licht an. Das ist ja auch ein bisschen noch schöner und wohnlicher aussieht. Da können wir alles zumachen und die Probleme beheben, die wir jetzt noch hatten. Ganz ehrlich, lass mal hier das noch anmachen. Ich will jetzt einmal sehen, wie das aussieht. So würde. Also das ist natürlich jetzt viel zu hell, weil dann machen wir immer noch ein bisschen dunkler. Wie würde es aussehen? Gehen wir auf 35 mm? Soll ich mich mal ja, 35 ist nicht, 16 ist schon besser. Aber wir lassen uns jetzt von der ganzen Negativität mit dem Traversenproblem einfach mal nicht abfacken. Ihr seht schon, hier liegt auch meine Traverse immer noch rum. Ach, ja, es ist einfach so, wenn man umzieht oder wenn man an irgendeinem großen Projekt arbeitet, man macht sich selber die Deadlines. Man sagt, heute Abend hängt die Traverse und wenn sie dann nicht hängt, weil irgendwas wieder dazwischen gekommen ist oder irgendwas nicht geklappt hat, dann ist es einfach frustrierend. Aber ich kenne einen guten Weg, um frustlos zu werden.